Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Together. Woohoo! Star Wars The Old Republic. Hi, BB. BB? Ja, die Zuschauer. Sorry. Da haben wir uns aber geschickt rausgeredet, was? Wie geschickt? Das meiste war bereits umgeklatscht. Jetzt fehlt nur noch hier die Hauptplaneten-Quest-Dingens-Bummens, irgendwas mit dieser Waffe, ne? Was war es genau? Irgendwie so ein planetarer Schild? Also, wir sollten die Klassenquests lesen. Davon hast du nicht gesprochen. War das nicht dieses Teil, was irgendwie den ganzen Planeten wenn lahmlegt, weil das so viel Energie... Ich habe gar keine Ahnung, wovon wir reden. Ist auch egal. Da sind Gegner und wir müssen sie töten. Wir müssen irgendwie so einen Kuli oder sowas holen. Ja, genau. Wir müssen den Imps Bürobedarf klauen, damit sie langsam aber sicher bankrott gehen. So war das. So und nicht anders. Ja... Das harte Leben in einer Kreisverwaltung zeigt, ist gar nicht so abwegig, sowas. Ich meine, so ein Kugelschreiber auf Dauer, ne? Ich meine, steht da Tropfen hüllt den Stein. Ja. Und ich meine, das sage ich als notorischer Kugelschreiberdieb. Ach, bist du auch so einer? Ja, ich stecke mir die immer ein, nachdem ich mir kurz was notiert habe. Ich laufe ja dann konsequent mindestens 3 Gänge hinter den Leuten her. Das war so geil, in meiner ersten Ausbildung musste ich ja Anzug tragen und da hatte ich dann so eine Kollektion in sämtlichen Innentaschen. Ey, sag das nicht, Anzüge sind super bequem. War ganz davon ab, dass sie einem super geil stehen. Du musst es tragen können, das stimmt schon. Also wir haben einige Kollegen, die meinen, man müsste halt regelmäßig Anzug tragen und die sehen da drin echt aus wie Waschlappen. Weil es hilft ja eigentlich schon, wenn die mal passen und so. Hä? Ach da. Der steht hier drin. Ihr müsst doch mal alle drauf auen, was ihr habt. Ich hab ja so viel. Mein Ziehen ist auch noch nicht frei. Hat auch nicht funktioniert. Okay. Ist tot. Sehen aus wie Waschlappen. Meinst du, die haben keine Schultern in den Aussparungen oder was? Ja, weißt du, wenn du das zu groß trägst und das hängt an dir dann runter wie so ein Kartoffelsack, dann siehst du nicht nur aus wie ein Hemd, sondern du bewegst dich auch so. Ja, das ist die Anzüge, die ich habe, das sind eigentlich alles ziemlich qualitativ hochwertige Dinge, weil mein Onkel hat die beruflich verkauft. Der war selbstständig in der Richtung. Ja gut, dann hat das ja den Vorteil, dass die auch passen, ne? Hat exakt die gleichen Konfektionsgröße wie ich. Ah, cool. Der ist auch etwas über 2 Meter. Und kriegt halt immer Proben. So, von wegen Stoffmuster. Ja, der hat wirklich, der hat 80, 90 Anzüge regelmäßig im Schrank. Und ab und zu hat er mir so gesagt, so ja, nimm dir da mal ein paar weg, wenn du welche brauchst. So habe ich wirklich gute Anzüge für kleines Geld gekriegt. Also was immer auch interessant war, also mein Bruder ist ja Zeitsoldat gewesen und mein Ex-Mann auch. Und wenn dann irgendwelche Veranstaltungen waren, wo die ganzen Kameraden mal ohne das Grünzeug gesehen hast, das waren auf einmal Hemden. Also Kleider machen Leute und in Uniform machen die alle richtig was her. Das war dann halt immer nicht so. Was da natürlich praktisch ist, du musst dir keine Namen merken können, ne? Steht ja immer dran im Grünzeug. Ja, genau. Also aber auch damals hat sich das mit dem Hase schon bewährt. Ich habe in meinem Leben 2-mal Anzug getragen. Das war zum Abi-Abschluss und dann hier bei der Immatrikulation an der Uni. Ich finde es jetzt nicht sonderlich schade. Ich sah da drin ziemlich affig aus. Seht nur, Doktor. Die Republik ist angekommen. Ich hatte da schon öfters meinen Anzug an. Ihr habt die Sperrerforschung gestohlen und eine gewisse Gruppe von Gefangenen freigelassen. Man könnte meinen, ihr wollt mich gerne treffen. Ich bin geschmeichelt. Dr. Kasiri hat nichts damit zu tun. Dann schätze ich, hat er mit dem republikanischen Kommandosoldaten ein Pläuschchen über das Wetter gehalten. Ihr wollt Balmorra nicht. Ihr wisst so gut wie ich, dass der Sperrer uns zerstören wird. Er verbraucht die Ressourcen eines Planeten, bis nichts übrig ist, was man verteidigen könnte. Das ist ein Ding. Der Sperrer wird auf Balmorra gewinnen. Na gut. Und nur absolutes Ödland hinterlassen. Konzentrieren wir uns auf eine vernünftige Lösung. Das Imperium hat Balmorra bereits verwüstet, um den Sperrer fertigzustellen.
Ich würde alles geben, wenn er vernichtet wird. Ihr seid ein guter, aufrechter Bürger der Republik, Doktor. Und ihr verdient eure Belohnung. Balmora hat bereits so viel geopfert, um uns zu helfen, den Sperrer fertigzustellen. Ich kann nicht zulassen, dass ihr ihn jetzt an euch nehmt. Ich lasse nicht zu, dass Dr. Kasiris Tod vergebens ist. Zwei Märtyrer an einem Tag. Die Republik muss ja so stolz sein. Die kann nicht richtig zählen, oder? Richtig. Nein. Aber zum Thema Anzug nochmal, also... Vorsicht, wenn man liegt. Ach, tust du das? Oh, hier ist ein Abgrund. Zum Thema Anzug, wenn man halt keine wirklich passenden hat, dann verflucht man die Dinger aufs Schlimmste, weil die halt super unbequem sind. Aber wenn die passen, dann merkst du fast gar nicht, ob du was anhast. Das okay. Ist mit Arbeitsschuhen gleiche. Ja. Da, wenn du da welche hast, die vernünftig passen und so, dann läufst du den ganzen Tag damit und da willst du gar keine anderen Schuhe anziehen. Weil die einfach total bequem sind. Nur riechen tun sie. Ein offener Kommkontakt ist ein Segen und ein Fluch zugleich. Ich habe alles gehört. Ist Dr. Kasiri... Er ist tot, Sir. Die Klinge des Sith hat ganze Arbeit geleistet. Sein Tod war nicht umsonst. Benutzt den Sperrerstift und übernimmt die Kontrolle. Das Imperium wird nie wieder einen Fuß auf eine republikanische Welt setzen. Habt ihr denn nicht gehört, was Dr. Kasiri gesagt hat? Der Sperrer wird Balmorra vollkommen austrocknen. Ich nehme nicht von jedem Befehle entgegen. Aber ihr werdet auf euren republikanischen Kommandanten hören. Ihr seid hergekommen, um Balmorra zu befreien. Was nützt uns die Freiheit, wenn wir nichts mehr haben? Zum Wohl aller müssen einige Opfer erbracht werden. Das Wohl aller. Balmorras Opfer könnte einen weiteren Vorfall wie auf Telos, Taris oder Coruscant verhindern. Der Preis für den Schutz des Sperrers ist hoch, aber wir müssen ihn benutzen. Es war Dr. Kasiris letzter Wunsch. Sonst hätte er euch nie geholfen. Bitte, der Sperrer muss zerstört werden. Wir kamen her, um Balmorra zu schützen. Der ganze Weg umsonst. Tut, was ihr tun müsst. Die Republik wird wie immer das Aufräumen übernehmen. Ja, ja, Labersülz. Ich glaube, er war nicht ganz so zufrieden. Die Republik ist aber echt oft total unsympathisch. Müssen wir einfach rauslaufen? Ja, ne? Ich glaube. Die dramatische Musik impliziert das irgendwie. Mal gucken, wie viele von den Leuten, die hinter uns herrennen, auch wirklich ankommen. Hast du dein neues Headset irgendwie falsch rum auf? Du hörst dich plötzlich so komisch an. Nein. Haha, komisch oder was willst du damit sagen? Nö, so als wäre deine Nase komplett zu durchgehend. Das sind aber eine Menge Leute, die wir mitnehmen. Ja. Alles Klone. Zeig wieder Rodean im Kopf. Ja, nicht nur du. Dann würde ich sagen, porten wir uns mal zum Dari-Außenposten, oder? Yay, porten! Ich hab sowas gar nicht. Dann... Du hast keinen Porter. Ah, da. Ja, ja, aber erstmal lügen, ne? Ja, ja. Wie denn lügen? Ich hab nur nicht gesehen. Zu welchem Outpost gehen wir? Sundari. Unterer? Der Südosten. Letzte. Ne, wir haben ja nur einen. Ja, am unteren. Aber wo wir gerade bei dem Thema ein dünnes Hemd waren, wir haben jetzt einen neuen Praktikanten, der sagt von sich selber, er sei ein Hipster. Weiß irgendjemand von euch, was das überhaupt ist? Ist das irgendwie eine neue politische Ausrichtung oder so? Die halten sich für cool. Hipster ist eine Randgruppe, die sich durch... Ach, ich werde gerade von der NPC vollgelabert, nicht wundern, dass ich so stocke. So, die sich um jeden Preis abheben will. Also...
teils Richtung Retro gestylt, teils merkwürdige autonome Einstellungen, also ich weiß nicht. Ich habe schon Hornbrillen getragen, als das noch keiner cool fand. Ja. Ach, so was. Richtig. Ich habe mich wie gewünscht um alles gekümmert. Bambawula jiota kakoga huta nubisto. Bagthra wanawaga mi bunawa. Und den Schatten heute noch gar nicht. Ich freue mich ja so. Bandautiu. Wappa, wappa. Ja, und ja, ja. Bei Hipster bin ich gleich wieder bei GTA 5, um das mal kurz so weiterzubringen. Da gibt es ja drei Protagonisten: Trevor, den absoluten Psychopathen, Michael, ein cholerischer Ex-Bankräuber, und Franklin, ja, der kleine Gangster aus dem Ghetto, der dann von dem Bankräuber so ein bisschen unter die Fuchtel genommen wird. Und Trevor bringt halt wirklich alle um, nur weil sie ihn Motherfucker nennen und so. Und man kommt dann mal zu einem. Kommt es dann mal zu einem Gespräch zwischen ihm und Franklin. Und Franklin meint dann halt die ganze Zeit, Trevor, du bist einfach nur ein Hipster. Was bin ich? Du willst einfach anders sein. Du lebst außerhalb, verkaufst Drogen, weil du es cool findest. Du bist ein absoluter Proto-Hipster. Und dann gibt es irgendwann so eine Rampage. Also der hat immer mal so Amoklauf-Anfälle. Mal gegen irgendwelche Rednecks, mal gegen das Militär und dann eben auch einmal gegen Hipster. Da kommen dann so ein Haufen Killer-Hipster angefahren auf ihren Fahrrädern und holen ihre MPs raus. Das ist total bescheuert. Flo, du hast da was am Bein. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Ich wäre so gern dabei gewesen. Hab ich das? Ist er wieder in Nerf-Pudu geredet? Ey, hier rechts, der sieht doch aus wie die Love Interest von Mulan. Ja, also ich hätte jetzt eher an Vector gedacht. Das war sicher nicht alles, was nee, das Imperium in seiner Trickkiste hat. Erst einmal bin ich einfach froh, dass Balmora etwas Zeit gewonnen hat. Danke. Ja gut, Bodytype 3 draufpumpen, aber ansonsten... Also bei Mulan ist mir genau eine Sache im Gedächtnis geblieben, und das ist Mushu. Das war so klar. Warum nur? Weil er lustig war und weil Otto ihn synchronisiert hat. Wer hat ihn synchronisiert? Es war doch Otto, oder? Otto. Ich habe die deutsche Version nicht gesehen, okay. Wir haben auf Englisch geguckt. Ja. Wer hat ihn da gemacht? Chris Rock? Das weiß ich nicht. Ich hab alle Titel da aufgestiegen. Nö. Ich könnte mir bloß ziemlich gut davon vorstellen. Nein! Nee, aber weiß nicht, er hat doch von sich selber gesagt, er hat auch eine Hornbrille auf. Das ist mir, fällt mir, wenn ich gerade mal so drüber nachdenke. Wer? Unser Hipster-Praktikant. Achso, ja, siehste. Mal ganz davon ab, dass ich mit dem ersten Handbuch fast die Hand gebrochen habe, weil der hat anscheinend seine ganze Kindheit nur mit Persil gespielt oder mit einem Pri oder wie das da heißt, wo man Kinder drin baden kann. Weil, Persil? Ja, nee, Priel ist das hier. Kannst auch dein Kind drin baden. Was, aber, ich krieg von euch immer noch die Helden 2 Quest angezeigt da unten. Ich hab nur noch Stärkgabe und beste Absicht. Ja, okay. Beste Absicht und hab ich auch noch und das Dings. Diebstahlhöhle. Diebstahlhöhle, yippie-yay. Wartin und Paulchen müssen in die Hauptbasis rein. Ich muss noch rüber zum Unterschlupf von Senneth. Muss Quentin noch irgendwo hin oder nur aufs Schiff? Ich muss noch mit den Leuten reden, ja. Wo? Auch in der Käferstadt. Alles ist gut. In für dich, sehe ich gerade gar keine Quest. Und mit dich meinst du mich, oder was? Ja. Mir wird auch die Hauptquest nur für Paulchen und Wartin angezeigt. Also irgendwie muss es sich vorhin kurz rausgepackt haben. Er hat's auch. Sie war auch mal kurz. Das kommt davon, wenn ihr mich immer vor die Tür setzt. Nicht verbunden stand da. Ja, Quentin existiert nicht oder ist nicht online. Kannst du dann bitte ganz kurz reloggen? Ab nach Bugtown. Ich darf aber erst noch landen, ja? Na gut, theoretisch kannst du auch im Flug umloggen wieder. Ich dachte, jetzt kommt's wieder. Habt ihr mich gerade aus der Gruppe gekickt? Ja, ich war das nicht. Ja, ich hatte dich rausgeworfen, wollte dich sofort wieder einladen. Da kam halt die Meldung, dass du nicht online seist. Ja, vorhin stand sie auch neben mir, aber es stand da nicht verbunden. Ja. Ihr könnt auch zu dritt weitermachen, wenn ihr mich nicht wollt. Ist kein Ding. Ich verstehe die kleinen Hinweise.
Wir können ja schon mal zu meiner Klassenquest rüberfahren, das ist ja eh nur Dialog. Ja, super. Wo ist die? Das ist wieder da so Richtung Westen raus vom Bugtown Speeder aus. Achso, Bugtown. Zenifs Hütte. Bugtown Girl. Der nicht auch noch. Das muss ich jetzt sagen, weil ihr es nicht gemacht habt. Ich hab's leise vor mich hingesummt. Bugtown Girl. Ich verwundere mich immer noch, dass Axel sein Sprüchlein noch nicht aufgesagt hat. Ja, keine Sorge, das passiert heute nicht. Wartest du auf den Kontext oder was? Ja. Okay. Ja, ihr Lieben, ihr könnt wahrscheinlich ohne mich weitermachen, weil ich jetzt den gleichen Bug habe, den Dieter eben hatte. Und der kam anschließend nicht mehr ins Spiel. Stundenlang Ladebildschirm begucken, ohne in die Charakterauswahl zu kommen. Na, super. Ich kill das Spiel mal einmal ganz. Ja, ich würde den Dialog hier schon mal starten, derweil, dass wir das zumindest durchkriegen. Tai trifft sich gerade mit seinem Bürgerkomitee. Sie wollen die Einsetzung ihres neuen Präsidenten mit ansehen und dem Widerstand zujubeln. Darth Lakris hat zuletzt gelacht. Hier ist er, unser edler Präsident. Einsam. Fort. Alle. Wer? Genug. Genug. Keine Angst. Ich bin ein Jedi-Meister. Ihr seid jetzt in Sicherheit. Sterne. Überall. Blind. Nein. Zu viel. Die Folter durch die Imperialen hat ihn gebrochen. Er kann sein Amt nicht übergeben. Lakris wusste das. Nein. Das Imperium darf nicht gewinnen. Wir müssen das in Ordnung bringen. Ich kenne eine Technik, die jenen hilft, die von der Finsternis in den Wahnsinn getrieben wurden. Dann versucht es damit. Nicht sein. Kann nicht. Geht weg. Das hatte ich befürchtet. Er ist mehr als nur geschädigt. Er ist gebrochen. Die Industrie hat medizinische Technologie gespendet. Unter anderem ein Rückenmarksimplantat, das Hirn- und Muskelfunktionen übernimmt. Er könnte vernünftig reden, Dokumente unterschreiben. Aber die Technik ist noch nicht ausgereift. Es würde nicht lange halten und ihn womöglich umbringen. Aber Tai wird an der Macht sein. Und ich glaube nicht, dass der Präsident so leben wollen würde. Ich will nicht, dass Tai aufgrund eines Tricks Präsident wird. Wenn die Balmoraner nach allem, was wir erlitten haben, Präsident Galte so sehen, drehen sie durch. Und dann wird Tais Präsidentschaft scheitern. Aus. Vorbei. Wenn Balmorra eine große Zukunft haben will, muss es sich seiner Vergangenheit stellen. Wenn ihr euch irrt, ist alles verloren. Hoffentlich könnt ihr das verantworten. Moin, Tai. Wir haben von Darth Lakris Tod gehört. In Sobrik gibt es bereits einen Bürgeraufstand. Die Besatzung ist so gut wie vorüber. Sir, ich bin sehr froh, euch wiederzusehen. Ich war viel zu lange im Exil. Leer. Alle jetzt. Gehen. Fort. Oh. Sir, ich bin's. Tai, euer Handelssekretär. Was hat er denn? Sein Geist ist durch die Folter unwiederbringlich zerstört worden. Nein, das kann nicht sein. Er ist doch unser Anführer. Die Gräueltaten des Imperiums. Genau deshalb dürfen wir niemals aufhören, es zu bekämpfen. Präsident Galte ist seiner Sinne nicht mehr mächtig. Ihr seid nun der höchste Staatsbeamte, Tai, und müsst sein Amt übernehmen. Ich wollte nicht, dass es auf diese Weise geschieht. Tai Corden, wir, eure Mitbürger von Balmorra, bezeugen, dass ihr ins Amt des Präsidenten aufgestiegen seid.
Ich schwöre, dass ich meine Pflichten mit Ehre, Anstand und Anteilnahme erfüllen werde. Für Balmorra. Es kommen schwierige Zeiten auf euch zu. Seid euren Leuten ein Beispiel und führt sie gut. Als erste Amtshandlung habe ich ein formelles Gesuch zur Aufnahme Balmorras in die Republik verfasst. Möchtet ihr in diesem historischen Moment noch etwas sagen, Jedi? Ihr alle steht an der Schwelle eines Neuanfangs. Für Balmorra und für die Republik, die euch mit offenen Armen empfangen wird. Und ich hoffe, dass der Jedi-Orden immer Teil eurer Zukunft sein wird. Ich habe auf eurem Schiff noch ein paar geschäftliche Dinge zu erledigen, bevor ich gehe, Jedi. Und dann gibt es noch etwas, das wir drei unter uns besprechen müssen. Zenith, ihr solltet dabei sein. Ja. Achso, wir sind wieder dazugekommen, okay. Das war jetzt gerade so abgehakt. Ja, nee, wenn ihr später reingekommen seid. Genau, er hat den ganzen Dialog zu seinen ganzen Ansprachenschmuh hat er selber noch gehört. Ja. Ist uns so, aber erspart geblieben. Tai ist Präsident, wir haben noch ein paar Klassenquests abzugeben da drin, da kann ich sowieso nicht zuhören, das würden wir dann offscreen erledigen. Dann geht's beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, stay frosty. Tschö. Ciao.